Taxi! Aufwärts! Zum Maulwurf des Dooms, der komischerweise auf dem Hochhaus ist. Wann kommt eigentlich endlich mal Fiso Duck? So, das ist eigentlich der einzig richtig geile Bösewicht, denn Darkwing Duck. Also ich war auf jeden Fall mal ein Fan von... Sorry, muss ich ja mal ein bisschen Konzentration zeigen. Langsam muss ich hier mal hart durchgreifen und hart verrecken. Egal, ich kann mich gleich da oben voll heilen. Und im ersten Abschnitt bin ich sogar gerade nicht gestorben. Nur wieder an dieser verfickten Stelle zweimal in der... Na, stopp. So. Jump, jump, bleib... Na, ich gehe lieber kein Risiko ein. Schön langsam und vorsichtig. Ich finde es nur schade, dass es hier kein schweres Gas gibt. Dann könnte ich Monty Moore um einiges einfacher in den Arsch pusten mit meinem Gas. Tadam, tadam, Schnuppergas, Monty Moore. Tadam, tadam. So, das Leben hole ich mir. Man kann nie genug Leben haben, wenn man einem größten, wahnsinnigen Maulwurf gegenübersteht, der an Kleinwüchsigkeit leidet. Was mache ich da eigentlich für eine Scheiße? Kann man das einmal beantworten? Bloß das scheiß Känguru nicht. Na, Darkwing? Darkwing, du sollst dich weiter vorne festhalten, sonst komme ich hier nicht an den Ring. Genau in den Ball. Déjà-vu. Schon wieder mit einem Herzstückchen. Und wahrscheinlich werde ich wieder an derselben Stelle verrecken. Oder ich werde irgendwie weiter verrecken und ich werde mich total aufregen. Ihr werdet sehen. Es wird Tote geben von meinem Schrei. Triff doch mal. Ey, Darkwing, ich setze dich auf Fruchtzwerge, wenn ich hiermit fertig bin. So. Ich hoffe, einer von denen droppt mir jetzt Leibern. Sonst wird das ein ziemlich kurzer Besuch hier. Yay, yeah, Leibern, Leibern, Leibern! Mit der ich wenigstens schon mal zwei Herzchen. An den gehe ich nicht dran, weil ich genau weiß, dass ich da total fehlen werde. Der Typ ist einfach nicht mein Fall. Ihr versteht das sicher. Oh mein Gott, konnte ich mich nur so dumm anstellen? Kriege ich noch einen Lebenscontainer und dann... Sowas. Die Ecke ist einfach ruhend und egal. Ich habe ja vorhin Leben geholt und das war hierfür. Muss ich nur noch zum Monty Mall kommen und den einfach voll übelst in den... ins Gesicht straighten. Erstmal bringe ich den Bildschirm hier nach oben, weil ich das Gefühl habe, sonst springt er nicht weit genug. Könnte auch meine Einbildung sein, aber... Es funktioniert. Das nennt man psychologische Kriegsführung. Hallo, meine Lieblingsschildkröte. Farek. Was? Ich habe gesagt, du sollst sterben. Darum, ich bin Darkwing Duck. Masken Duck und mehr. Voll agil und voll auf Zack, nicht von ungefähr. Schattenerschlichen Darkwing Duck. Gold. Eigentlich könnte er sich mal von diesen ganzen gestohlenen Guts zur Ruhe setzen. Oder sich mal eine coolere Waffe zulegen. Was weiß ich. I am firing mein Laser und alles auf der rechten Seite des Bildschirms ist tot. Zum Beispiel diese Ente, die mir gerade auf den Geist geht. Hey, komm. Yay, volles Leben. Also, ich hatte schon volles Leben. Dum, 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 dum. Hey, mein grüner, gepanzerter Freund, wie geht es dir? Schon mal die ewigen Jagdgründe gesehen? Ich glaube, ich werde dir einen Platz da reservieren. Egal, es war nur ein Punkt. Dum, 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 dum. Ich bin Darkwing Duck, du kannst mir gar nichts. Du zweitklassiger
Bösewicht. Yay. Dum, 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 dum. So, jetzt habe ich mich nur voll. Parampam, parapam, pam, pam. Leider ist mir ein Leben flöten gegangen bei dem Versuch hier hinzukommen, aber ich glaube, damit hat sich's. So. Noch einmal in sich gehen, zur Ruhe kommen und 2-1 Risiko. Oder wie die Engländer sagen würden, let's get dangerous. Was, da trifft mich? Was, ey? Ihr fackelt mich ja alles nieder. Shitte. Ich krieg's einfach nicht gebacken hier. Ja, nee, womit hat er mich getroffen, bitte? Und wieso kommt hier überall Feuer die ganze Zeit? Ah, ja, komm. Ich glaube, meine Leben sind gleich wieder verbraucht. Der Typ ist auch, okay, Leute, das wird ein sehr langwieriger Endgegner. Ich hoffe, ihr bringt genug Zeit mit euch. Ja, ey, ich glaube, es hackt hier. Ja, okay. Das wird ein langwieriger Kampf. Vor allem finde ich hier nicht so schweres Gas oder so. Mit einem schweren Gas kann ich mich einfach irgendwo an der Decke rumhangeln und die ganze Zeit runterballern, aber das geht ja nicht. Martimo. Okay, das wird ein sehr langes Let's Play, das hatte ich ja euch schon gesagt. Gleich nochmal. Stirb, stirb. Stirb. Giraffen sollten Basketball spielen, keine Kängurus. Okay, dabei fällt mir ein, wo ich noch am Basketballclub da... Da hatten wir einen Typen, der hatte den Spitznamen Känguru. Jetzt weiß ich auch wieso. Ah, ich bin tot. Nein, ei. Okay, das nimmt wieder hier komische Formen an. Deswegen machen wir erstmal Schluss hier.